Wir haben also jetzt unsere Datenbank geöffnet. Hier sollten Sie jetzt nicht besonders viel sehen. Sie können jetzt einfach mal mit der rechten Maustaste hier auf unsere Haupttabelle gehen und auf Zoom to Layer. Und das Einzige, was wir jetzt eben sehen, sind diese ganzen Beispieldaten, die wir in der letzten Sitzung angelegt haben. Wie wir mit den Polygonen genau umgehen, wie wir die zeichnen, das schauen wir uns dann in der nächsten Sitzung nochmal genauer an. Hier soll es jetzt darum gehen, wie arbeiten wir mit unseren Vokabularlisten. Fangen wir einfach mal ganz oben an, unsere Kulturenliste. Und wenn Sie die öffnen wollen, einfach mit der rechten Maustaste auf FK Culture drücken und hier in der Mitte steht Open Attribute Table. Das öffnen, sehen Sie jetzt hier diese leere Tabelle. Um die Tabelle bearbeiten bzw. ergänzen zu können, wählen Sie hier vorne den kleinen gelben Stift an. Sie sehen, das verändert sich jetzt leicht und hier dieses Symbol, also wenn Sie über die Symbole hovern, kriegen Sie auch einen kleinen Tooltip angezeigt, das heißt Add Feature. Wenn Sie hier drauf drücken, sehen Sie jetzt, es wird eine neue Zeile hinzugefügt und hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, entsprechend die Daten einzutragen. Fangen wir einfach mal an, keine Ahnung, mit Römisch. Drücken nochmal die nächste. Können Sie meinetwegen steinzeitlich eintragen oder meinetwegen was anderes. Drücke mal Enter, um das Ganze zu bestätigen. Und wenn ich jetzt hier auf das Speichern-Symbol klicke, dauert einen kleinen Moment. Sie sehen, es werden automatisch diese IDs vergeben. Warum das jetzt 6.7 ist, ist ganz einfach. Ich habe eben schon damit rumgespielt, habe die Dateien wieder gelöscht und da das System, weil es sich eben um eine nicht wiederholbare Sequenz handelt, die Nummer nicht nochmal neu vergibt, steht hier eben jetzt eine 6 und eine 7, ist für unsere Arbeit aber jetzt eigentlich eher unerheblich. Wenn Sie jetzt diese Symbole anwählen hier vorne oder die Zeile anwählen über die kleinen Nummern hier vorne, werden die blau. Und jetzt haben Sie auch die Möglichkeit, Delete Selected Features zu drücken und können damit auch wieder Begriffe entfernen und das Ganze dann entsprechend in der Datenbank speichern. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie die Begriffe löschen, dürfte klar sein, dass die dann auch für alle anderen nicht mehr zur Verfügung stehen und damit vielleicht Lücken im Datenbestand entstehen. Das machen wir mal zu. Sie sehen hier diesen kleinen gelben Stift, der ist immer noch angewählt und den können Sie hier oben einfach dann wieder ausschalten. Hier in der Contributor-Tabelle, die auch mal auf, da tragen Sie sich bitte alle einfach ein, damit Sie dann auch entsprechend die Datensätze, die Sie anlegen, mit Ihrem Namen versehen können. Gehen wir mal zu den Tabellen, die wir jetzt tatsächlich in den einzelnen Gruppen ausfüllen wollen. Fangen wir mal an mit der Epochentabelle, also wieder rechte Maustaste, Open Attribute Table. Hier haben wir jetzt eben die großen Epochen drinstehen. Auch hier gehe ich mal auf Editieren, füge mal Neues hinzu. Was hier zum Beispiel noch fehlt, ist die Neuzeit. Bestätige das mit Enter und kann auch das jetzt entsprechend speichern. Zu. Die darunter folgende Tabelle wäre ja unsere Period-Tabelle. Auch die mache ich mal auf. Setze auch diese wieder auf Editieren. Ich habe hier gerade die Neuzeit eingetragen. Mache mal ein neues Feld. Und trage hier jetzt mal ein die frühe Neuzeit. Und hier gibt es eine Liste. Hier stehen unsere Epochen jetzt drin und da ich die eben die Neuzeit eingetragen habe, sollte die auch jetzt hier zur Verfügung stehen. Speichere das und kann auch hier auf Speichern gehen und jetzt sollte uns das natürlich auch in der darunter folgenden Tabelle zur Verfügung stehen. Jetzt gehen wir also mal hier auf FK Period Specification, mache auch die mal auf, setze auch diese wieder auf Editieren und trage jetzt hier meinetwegen ein Renaissance und kann jetzt hier die frühe Neuzeit auswählen. Wir sehen hier diese Lücke. Warum die da ist, schauen wir uns gleich an.
speichern das Ganze und haben jetzt die Renaissance als Begriff für unsere Datenbank später zur Verfügung. Gehen also nochmal in unsere Peerview-Tabelle, machen die mal auf und wir sehen, hier ist eben ein Feld nicht ausgefüllt worden. Wir könnten jetzt einfach hingehen und benutzen das für einfach irgendwas anderes oder wir löschen das, also wählen die an und drücken hier oben Delete Select Features. Was jetzt passieren würde, wenn wir jetzt die frühe Neuzeit einfach löschen würden, hätten wir natürlich ein Problem mit unserem Datenbestand. Ich lösche das mal raus, speichere das mal und gehe jetzt mal in unsere Period Specification. Und wir sehen, dass jetzt natürlich dieser Begriff nicht mehr zur Verfügung steht. Das Einzige, was er noch weiß, dass hier früher mal die ID 11 drin stand für die frühe Neuzeit. Wenn das passiert, einfach nochmal zurück in die darüber geordnete Tabelle. Wir tragen die frühe Neuzeit einfach nochmal ein. Ordnen das wieder der Neuzeit zu, speichern das Ganze wieder, die andere Tabelle öffnen und wir können jetzt eben hier die frühe Neuzeit wieder auswählen und speichern das Ganze. Und schon sind die Relationen wieder repariert. Das Ganze funktioniert natürlich ganz genauso bei den Feature Types und bei der Feature Type Specification. Versuchen Sie sich daran einfach mal. In der kommenden Woche werden wir uns dann anschauen, wie man damit genau arbeitet und werden dann die Ergebnisse der einzelnen Gruppen diskutieren. Vielleicht noch eine kleine Sache, die mir gerade einfällt. Sie sehen, es gibt zwei Speichersymbole, einmal hier und einmal hier. Dieses Speichersymbol bezieht sich auf die Inhalte in den Tabellen und das hier oben bezieht sich auf das QGIS-Projekt. Also alles, was hier organisatorisch drin ist, wie eben diese Layerlisten oder auch die Layergestaltung, bezieht sich auf das QGIS-Projekt. Die Inhalte beziehen sich auf die Inhalte in den einzelnen Tabellen. Wenn Sie, ich mache das mal ganz kurz auf, hier Begriffe eingefügt haben, die noch keine ID haben, bedeutet das, die sind noch nicht gespeichert. Wenn Sie das Ganze dann schließen, werden Sie natürlich gefragt, ob Sie das wirklich schließen wollen, ohne zu speichern. Dann können Sie sich entscheiden und die Begriffe werden erst in dem Moment in die Datenbank eingefüttert, wenn Sie diesen Knopf Speichern gedrückt haben. Ansonsten würden Sie die Informationen beim Schließen des Projekts einfach verlieren. Also seien Sie da einfach ein wenig vorsichtig, um nicht umsonst diese Listen geführt zu haben. Das nochmal zu. Das Einzige, was wir jetzt noch ganz kurz machen, wir gehen in unsere Datenbank. Das ist das Interface, das unsere Datenbank steuert. Ich gehe jetzt mal hier auf unsere Period-Tabelle und sage ihm einfach mal, er soll uns die Daten anzeigen, die hier in dieser Tabelle sind. Ich mache mal First 100 Rows und wir sehen, hier stehen jetzt in unserer Postgres-Datenbank die einzelnen Begriffe. Bedeutet, die sollten jetzt auch jedem anderen, der mit dem System verbunden ist, zur Verfügung gestellt werden. Und was wir ebenfalls sehen können, dass das hier 1:1 das ist, was wir auch in QGIS sehen.